Wow, da ist Bowser gelandet und das ist Bowsers Verwandlung mit Hilfe der Glocke. Was passiert mit der Glocke? Pass auf, er verwandelt sich in den süßen Miauser. Süß? Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World hier auf Katze. Zusammen mit L-Girl. L-Girl ist am Start und wir spielen weiter hier in Welt Bowser-7 Wumpel Inferno. Ja, bist du bereit? Nee, warum? Aber gleich, jetzt bin ich bereit. Luigi ist bereit. Luigi ist bereit für das tolle Unterfangen. Ja, wir haben jetzt hier ein schwieriges Level vor uns. Toll. Gucken, was jetzt passiert. Uiuiui. Oh nee, ein rollender Block. Ja, aber du machst es ganz gut soweit. Okay. Du hast geschafft. Ja, hey, hey. War gar nicht so schlecht. Also wenn ihr das toll findet, wie L-Girl das gerade gemacht hat, dann hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr L-Girl-Spektakel nie wieder verpassen müsst. Nein, unser Spektakel. Hm. Da waren wir wohl ein bisschen zu schnell. Da sind wir leider abgestürzt, also auf ein neues. Und ohne Katzenkostüm. Ja, jetzt müssen wir da so durch, aber wir schaffen das schon. Was machst du da bei den Mäusen? Ja, ich weiß nicht. Oh, geschafft. Also der Trick bei diesen Blöcken ist es, nicht zu springen, weil das Springen bringt einen völlig durcheinander. Ja, oh Gott. Nein. Ja, okay, jetzt ohne Springen. Okay, jetzt ohne Springen. Konzentration. Wobei, wir sind ja auch gerade nicht gesprungen. Luigi, komm doch zu. Okay. Ja, warte auf mich. Jetzt geht's weiter, jetzt gemeinsam. Weiter. Und los. Wir schaffen das schon. Konzentration. Das war knapp. Mhm. Aber du bist ziemlich gut. Boah. Vorsicht nach oben. Boah, nochmal. Ja, abgestürzt. Oh, hier ist wieder die Richtung. Nächster Bereich. Auch hier ist Vorsicht geboten. Nein. Gut. Nein. Wow, Luigi. Pass auf, Mario. Also, ich komme. Das war echt eine gefährliche Kiste für dich. Ja, warte. So. Und nächster Abschnitt. Einmal hier rüber. Wow, wo bist du denn hingeflogen? Perspektivproblem. Ich weiß auch nicht, wie ich den Sprung geschafft habe. Eieiei. Okay, warte. So, danke schön. Schauen wir mal, das sind Tanukis. Ah ja, perfekt. Ah. Ich bin Tanuki und du bist ein Kitsune. Tanuka. Ah, okay. Was, Tanika? Nein, Tanuka. Tanuka. Tanuki und Tanuka. Au! Okay. Entschuldigung, armer Brüder, platt machen. Ja, ich gehe schon mal ein bisschen weiter. Ich habe mein Kostüm verloren. Du schaffst es auch ohne Kostüm. Ja, hoffen wir mal. Ich brauche das Kostüm, glaube ich. Es ist ohne Kostüm immer ein bisschen schwieriger, finde ich. Das ist meine Meinung, ja. Okay, dann, aber du schaffst es trotzdem, da bin ich überzeugt davon. L-Girl, du bist ein Schatz. Ja, komm, jetzt, weiter, nächster Block. Jetzt pass auf, wichtig ist, damit du Bescheid weißt, hier niemals springen. Oh, L-Girl, aber nein! Oh, ich habe dich verloren. Leider, ja. Das aber ich komme gleich zu dir. Ja, du findest es einfach nur lustig. Na, Mano. Mano, nicht springen. Ja, also wenn man merkt, man fällt wirklich runter, dann muss man sich irgendwie retten und dann springen. Aber ansonsten bewegt euch lieber über den Block, statt zu springen. Und jetzt hier, Achtung, hier auch nicht springen. Nach oben laufen. Oh nee. Wow. Aber du bist gut, du schaffst das. Danke, ich bemühe mich auch. Oh, das sind aber lauter. Nur nicht treffen lassen. Aber hey, wenigstens haben wir den Abschnitt jetzt geschafft. Hier rüber und dann ist die Sache gegessen. Jetzt kommen aber die fiesen Feuerbälle. Ich sehe schon. Oh nein. Ich darf nicht durchlaufen. Okay, verstanden. Ja, das wäre nicht schlecht, einen Gegner nicht zu berühren. Hey, das machst du gut. Oh. Die Münzen spare ich mir jetzt mal und wo du bist, weiß ich jetzt nicht. Gut. Hey Girl, wo bist du? Ja. Hey Girl, komm. Schnapp den Tanuki. Tanuki. Oh nee, ich krieg einen ollen Pilz. Jetzt kannst du wenigstens fliegen im Fall der Fälle. Jetzt, Achtung, nach oben. Oh, das noch war mal. Knapp. Und nochmal. Nein, hey Girl. Wie ich da noch rausgeguckt habe, so durch den Block. Hallo, aber jetzt komm, wir sind fast am Ende des Levels. Wir müssen das jetzt schaffen, bitte. Nein, ich bin im falschen Moment aus der Blase rausgekommen. Warum? Weiß ich nicht, ist halt passiert. Ja, nein, wieder. Girl, komm.
Ja, warte. Wo bist du? Zum Glück haben wir in der vorletzten Folge so viele Leben gesammelt. Das stimmt, aber jetzt kommt das große Finale an dieser Stelle. Oh nein! Der Verschneller! So. Und ich, komme ich da jetzt hoch? Oh nö, vermasselt. Und los. Und los. Einmal hier hoch mit uns. Kriegst du es jetzt hin? Nee, warte. Komm, mit ich dachte schon, der eine Sprung, der muss doch jetzt machbar sein für dich. Ja. Aber gut. Am Ende haben wir das Level geschafft und was wir auf jeden Fall hier mal feststellen können, wir sind ja kurz davor, das Spiel durchzuspielen. Nicht die Bonus-Level, die kommen ja auch, wie wir alle wissen, aber wir kommen gleich noch zum Jauser. Oha! Das wird nochmal richtig spannend, aber vorher haben wir es noch mit Endbossen zu tun. Mit Endbossen. Zwei Stück. Ja. Wir fangen hier mal an. Okay. Und das ist Boss Blubarios. Zugabe. Zugabe. So, Luigi und Toadie sind am Start. Ja, wart auf mich. Wart auf mich. Ja, so schnell ging's nicht. Also, jetzt muss ich auf dich warten. Toll. Jetzt seid ihr wieder zu dritt und ich bin allein. Ja, komm jetzt. Das ist wichtig für den Kampf, weißt du? Deswegen sind wir zu dritt. Du kennst den doch noch. Wo bin ich? Keine Ahnung, was passiert ist. Was ist passiert? Blubarios! Ach, das ist der Hansepanse. Ja, und der ist... In welcher Farbe nochmal? Ah, Gold. Okay. Gold. Den haben wir damals in Schwarz-Weiß getroffen, glaube ich, so Metall. Ja, ich erinnere mich, glaube ich. Und jetzt geht's aufs Ende zu und deshalb ist er jetzt golden. Ja, ja, aber den treffen wir, glaube ich... Ich hab's nicht dreimal, aber was war nochmal seine dritte Farbe? Ja? Nein, meine Toadies, ich darf sie nicht verlieren. Okay. Ich hüpfe einfach nur weg. Ich hab Angst. Am Anfang musst du wegspringen und dann, wenn er sich zerteilt, musst du den echten Blubarios treffen. Das dachte ich mir. Das ist wichtig. So, Achtung, jetzt kommt er. Und hinterlässt sogar eine Kirsche. Und zack, geschafft. Ich renn wieder weg. Ey, Girl, komm, wir bauen auf dich. Ja, ich bin beschäftigt, mich zu schützen. Ihr seid so viele, dann könnt ihr die Hauptaufgabe übernehmen. Ach komm, du schaffst das auch. So, jetzt. Volle Kraft voraus, ein gezielter Sprung und dann haben wir es auch schon geschafft. Nein, 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 ich hab zwei verloren. Aber du hast es geschafft, du hast ihn besiegt und ihr seid immer noch zu dritt. Ja, aber wir waren mal zu viert. Wir hätten sogar zu fünft sein können. Ja, ich war immer alleine. Oh, Entschuldigung. Ja, wie immer halt. Wie immer halt. Wie so oft. Ey, Girl, ich darf doch bitten. Ja, wie so oft. Wie oft stößt du mich aus irgendeiner Röhre? Würde ich niemals tun. Niemals, nein. Die Zuschauer sind der Beweis dafür. Was für ein Beweis? Ja, nein, die sehen den Beweis quasi. Die werden mir recht geben und sagen, dass das häufig vorkommt. Wirklich? Ja, komm jetzt. Okay, komm jetzt. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Drei, zwei. Toll. Mach mal Platz. Ich spring eh nicht hoch. Oh, Elgirl. Irgendwann schafft sie es auch. Geschafft. So. Was kommt jetzt? Der andere Endboss wartet noch auf uns. Aber was war das nochmal für einer? Hast du eine Ahnung? Hast du eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Wer könnte es sein? Überleg mal. Bowser. Nee, es kommt noch vor Bowser jemand. Wendy. Nee, hier gibt's keine Koopalinge im Spiel. Ah, okay. Keine Ahnung. König Bob Nein, gibt's auch nicht. Irgendwelche Huibuis. Auch keine Huibuis. Squeezy Wiggles. Auch keine Squeezy Wiggles, aber es ist von Zischel. Oh Gott, wie soll ich da je drauf kommen? Aber weißt du, wer das nochmal war? Eine Schlange. Oh yeah. Oh yeah. Schauen wir doch mal, ob von Zischel bereit ist für den Kampf. Ja? Okay, warte auf mich. Oh, da war nur eine Münze drin. Okay. Wie öde. Wow, fast daneben gesprungen. Und jetzt von Zischel. Von und Herr Zischel dürfen wir Ihnen Hallo sagen. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh. Wow. Er hat sich extra rausgeputzt für uns. Ja, aber das ist doch Frau von Zischel, oder? Herr Zischel sieht anders aus. Der ist lila oder bläulich. Ich habe keine Ahnung. Na gut, dann werden wir die Frau besiegen. Und vielleicht magst du mir helfen und ich da faul rumstehen. Ja, aber das war schon das letzte Mal nicht unbedingt mein Level. Ja, ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal extrem lange gebraucht haben. Ja. Vor allem, weil wir das Katzenkostüm nicht hatten. Haben wir jetzt auch nicht, aber der erste Sprung hat funktioniert. Sehr gut. Und du drehst hier Pirouetten. Ja, nur für dich. Ich möchte dir zeigen, dass ich eine prima Ballerina bin. Die hat mich getroffen, ne? Nein!
Okay, Hilfe. Jetzt, vorsichtig. Ja, ich bin auf dem ersten Teller. Aber nur auf dem ersten. Nein. Mann. Das ging mächtig schief. Das ging mächtig in die Hose oder ins Kleid. Ja, nein, schon wieder nicht. Och, Elgirl, was passiert hier? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich sehe mich vor allem nicht da hinten. Elgirl, wo bist du denn? Hier hinten irgendwo, auf dem Teller. Versteck dich doch nicht. Ja, aber ich habe Angst. Jetzt volle Kraft raus und... Hab ich nicht... Oh, ich habe ihn nicht erwischt. Moment, vielleicht schaffe ich es gleich nochmal. Und jetzt Kadabum, bam. Yes, sehr gut. Haben wir ihn besiegt? Nee, ein Treffer brauchte, glaube ich. Einen noch. Drei, oder? Wahrscheinlich. Ja. Habe ich erst zwei gelandet? Ja. Nee. Toll. Und nicht null. Aber vielleicht der letzte Treffer von dir, das wär's doch. Ja, aber ich kann es nicht so gut. Jetzt komm, sag das nicht so. Oh, vor allem habe ich kein Katzenkostüm. Oh, der hat keinen Teller. Aber du kannst einen Drehsprung. Vielleicht kannst du so nach oben kommen. Oh, ich geschafft. Ich getroffen. Sehr gut. Halleluja. Am Ende haben wir es dennoch geschafft. Prima. Ein Ab. Auf in die Röhre, komm schon. Ich hüpfe hier so ein bisschen durch die Gegend, bis ich es auch geschafft habe. Du hast es gemeistert. Ja, letztendlich wurde ich einfach so neigezogen. So. Neigezogen? So. Wie würde Elgirl das sagen? Neigezogen. Ja, das war der Sound beim Münzen einsammeln. Ach so, jetzt verstehe. Geh von meinem Kopf. Autsch. Und weiter Sprung, Konzentration, Achtung. Ja, warte. 3, 2... Mensch, okay, jetzt aber. Oh. Oh, Autschi, Bautschi. Aber geschafft ist geschafft. Ja. Wer fragt morgen schon noch nach den Punkten? Ich, da hast du wahrscheinlich recht, das hast du jetzt schön gesagt. Keiner. Womöglich niemand. Ja. So, und wer kommt nun? Jetzt kommt, oh, jetzt kommt das große Finale. Wer wird wohl im großen Finale antreten? Natürlich, ist doch klar. Die böse Rosalina. Sicher? Nein. Ich wollte dich nur austricksen. Ach so, okay. Also habe ich freie Wahl? Ach so, du meinst als Charakter. Ja, nur Mario darfst du nicht nur sein. Nur Mario nicht. Ich glaube... Also gute ich würde... Ach, ich glaube, ich muss mit meinem Lieblingscharakter spielen. Ja, ich nehm L-Girl. Okay, und ich nehme meinen Lieblingscharakter Toad. Stell dir mal vor, du würdest nicht L-Girl heißen, sondern... Weiß T-Girl. Toad's Girl. T-Girl, ja. Oder... Weißt du, was mir gerade kommt? Es gibt ja einen weiblichen Toad und das ist Toadette. Ja? Und meine Schwester sagte damals nicht Toadette, sondern Toadette. Toadette. Oder Toditi. Das ist Toditi. Aber eigentlich heißt sie ja Toadette. Ja. Aber schöner Name eigentlich, Toadette. Echt? Ja, also für so einen Charakter, ich finde den Namen schön. Für einen Charakter schon, ja. Das stimmt, danke. Wie Babette. Ja, aber das ist auch kein so schöner Name. Ach doch, vielleicht schaut irgendeine Babette zu und denkt sich, Mensch, L-Girl, dass du meinen Namen schön findest. Ja, das ist wie das manche von euch mich Elke nennen. Elke, ja, Elke. Ja. Aber Elke ist ein... Ja, so ein älterer Name eben. Aber ja, ich finde Babette auch einen älteren Namen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt Elke nicht schlimm. Ich finde... Ja. Ja, da hat ja jeder seine eigene Präferenz. Ne? Ja, und das ist auch wichtig. Und wir alle können für unseren Namen ja nichts. Ja. So, und wenn wir auch anders... Das klingt so traurig. Wir können ja nichts dafür, wenn unsere Eltern uns so nennen. Ja, ist auch so, oder? War ja bei dir genauso. Du kamst auf die Welt und deine Eltern sagten, hey, das ist auf jeden Fall L-Girl. Ja, auf jeden Punkt Fall. Punkt aus Ende. Glaubst du, ich bin immer glücklich mit meinem Namen L-Girl. Den hast du dir am Anfang ausgesucht, als wir die Community gefragt haben. Das stimmt schon. Also es gab ja noch Rosinchen zur Auswahl und was oh, noch? Oh nein. Luigia. Luigia, ja. Das stimmt. Aber dann wäre ich ja italienisch. Ja, ist doch auch schön. Boah, italienische Namen so. Sind sehr schön, finde ich. Sehr klangvoll. Vorsicht, so. Jetzt müssen wir über das Rad hier weiter. Hey, und wir können sogar einen Stern bekommen, wenn wir die ganzen Bullies besiegen. Ja? Aber das ist nicht so wichtig, oder? Nee, wir können eigentlich weiterziehen. Okay. Miau. Wow, das war knapp. Aber ich habe es noch geschafft. Da ist Hallo, Toad. Da ist ein Abenteurer Toad. Und das los ist der geht's. Onkel von Toadette. Wow. Echt? Von Toaditi. Hey, lach nicht, okay. Toaditi. Nein, meine Schwester heißt nicht Toaditi. Nee, deine Schwester nicht. Aber gut. Gut, weiter geht's, egal. Egal Miau. Jetzt.
Jetzt, Achtung, jetzt wird's spannend. Die Szene hast du noch nie gesehen. Nee. Ich kenne sie ja schon. Die Katzen-Community kennt sie ebenfalls, sofern sie die Videoserie geschaut hat. Schaut mal, das ist der große Turm. Und, wer kommt da runter? Oh, Bowser. Ja, und guck mal, was er in der Hand hält. Tada! Eine Glocke. Mhm. Seine Glocke, wie scheint. Ja, und jetzt, pass auf, was er macht. Er verwandelt sich zu... Tada! Wow! Miauser! Und toll! Jetzt. Ist das nicht cool? Ja, und jetzt ist er wieder, hat er sich in Luft aufgelöst. Oder nee, der klettert jetzt mit uns diesen Turm hoch. Achso, das heißt, wir klettern. Kommst du? Ja, ich warte, bis man ein bisschen mehr vom Bildschirm sieht, damit ich weiß, wohin ich klettern soll. Okay, du gehst schon mal vor. Okay, war das falsch? Nee, aber beachte trotzdem mal wieder, wie der Verlauf des Levels so aussieht. Na toll. Wieso? Ich bin abgestürzt. Toll. Aber du kannst weiterkommen, komm, du musst für uns ja, weiterspielen. Oh nein, jetzt musst du weiterspielen. Nee, du hast noch geschafft, du musst klettern, klettern. Wow. Sehr gut. Miause wird keine Chance gegen uns haben, hoffe ich zumindest. Kann ich da durch die Röhre? Ja, kannst du. Okay. Miau. Perfekt. Da. Ich nehme auch mal die Röhre. Wow, hast du Glück gehabt. Oh, richtig. Achtung, ich komme. Richtig Glück. Jetzt müssen wir hier rüber. Miau. Sehr gut. Und nach oben kraxeln. Vorsicht! Gerade noch geschafft. Wow. Das war fies von Bowser. Aber hey, wir haben es fast ganz nach oben geschafft. Ja. So, jetzt. Sehr gut. Achtung, was ist da drin? Oh nein, 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 nein. Ich wollte noch Katzenkostüme mitnehmen für uns. Oh, Feuer. Schnell, du musst nach oben laufen. Du musst ihn jetzt besiegen. Powerblock, Powerblock aktivieren. Ja, ich komm schon. Du schaffst das, du schaffst das. Sehr gut. L-Girl besiegt Bowser. Fürs Erste. Das war's schon. Nee, ah, nein, fürs Erste. Okay. Ich dachte schon. Wäre ja ein bisschen zu einfach für Bowser gewesen. Ja, jetzt geht das große Finale aber noch weiter. Wir müssen jetzt die Röhre nehmen. Und jetzt wird's nochmal richtig knifflig. Schau mal, was jetzt passiert. Oh, er versucht uns zu schnappen. Richtig wir spannende Szene. Mehr. Vor allem, der ist auch richtig schnell. Wow. Oh, oh, nein, oh Gott. Sogar zweimal. Ja, er hat die Doppelkirsche aufgenommen. Toll. So wie ich das immer Wo mache. Wo ist er jetzt? Den sehen wir jetzt gleich wieder. Achtung. Hier kriegen wir sogar eine Glocke, glaube ich, wenn wir die zwei besiegen. Ja, dann let's go. Ah, guck mal, siehst du? Okay. Warte. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir zwei Glocken bekommen. Nee, kriegen wir nicht. Schade. Okay, Vorsicht. Oh, jetzt noch nicht hochspringen. Oh nein. Kein Problem. Wie kein Problem? Guck mal, ich hab jetzt mein Katzenkostüm verloren und du bist der kleine Toadie. Ja. Kommst du auf das Tapet? Trotzdem. Weiter. Oh, oh. Los, kommt er aus der Wand heraus. Genau. Nein. Oh. Jetzt pass auf dich auf! Jetzt wird's richtig knifflig. Die letzten Meter. Werden wir das schaffen oder nicht? Das werden wir schaffen. Natürlich werden wir schaffen. Wir sind L-Girl und... Also Toad und Luigi. Ja, oder du kannst gerne sagen Thomas und Katze. Oder Katze oder Thomas, wie auch immer. L-Girl und Katze. Ah, nein! L-Girl, du musst es jetzt alleine schaffen. Ja. Schnell, renn hoch, die Treppen. Die Treppen, okay. Ja, schnell. Oh nein, nein! Oh nein! Schade. Schade. Aber jetzt, komm auf ein neues. Diesmal schaffen wir es. So. Diesmal kriegen wir das hin, okay? Ja. Ich versuche den da den Kollegen Platz zu machen. Entschuldigung, ich wollte dir das Katzenkostüm geben. Egal. Jetzt, wow, Vorsicht. Noch nicht nach oben. Erst wenn er weg ist. Entschuldigung. Aufs Trapez. Die Stelle kennen wir ja bereits. Oh nein, ich bin vorbeigesprungen. Okay, warte mal, das Trapez muss man nicht nehmen, wenn man das Katzenkostüm hat. Da kann man auch quer hochkraxeln. Mhm. Und komm ich hier raus, danke. So, und jetzt musst du aber die Wolken nehmen. Du kannst nicht hochkraxeln, so wie ich. Geh rechts und dann aufs Trapez. Nein, stopp. Du musst nach rechts und dann auf das Trapez. Nein, wir haben dich verloren. Okay, ich muss jetzt schon mal ein bisschen vorrennen, okay? Ich kann es leider nicht warten, weil jetzt alles kaputt geht. Okay, L-Girl, du bist wieder da, schnell! Nein! L-Girl! Gleich kommst du wieder. Ja, ich bin schon da. So, die letzten Meter müssen wir jetzt gemeinsam schaffen, okay? Ich in meiner Blase. Schnell. L-Girl, bitte, du musst es schaffen. Komm! Nein! Ich helfe dir! Da oben, siehst du das? Ja, das müssen wir aktivieren, dann haben wir gewonnen. Wo bin ich? Wo da, sind da, wir? Da, jetzt nach oben, schnell! Jetzt aktiviere den Powerblock, so oft du kannst! Schnell!
schnell! Ja! Boah, das war jetzt richtig knifflig gegen Ende. Richtig knapp. Knappe Soße. Knappe Soße, das kannst du laut sagen. Und da fliegt er in den Nachthimmel. Auf nimmer Wiedersehen, Bowser. Tschüss, Bowser. Bis zum nächsten Mal. Feuerwerk. Yeah. Das ist eine klasse Aktion und ich bin super stolz auf uns. Und die werden jetzt befreit? Ja, aus dem Milchglas. Raus mit euch. Ihr kleinen süßen Feen. Die sehen alle aus wie du. Oh. Alle. Wow. Vor allem die mit der schrecklichen Frisur. Hä? Nein, Scherz. Gut. Und jetzt? Jetzt müssen wir noch durch die Röhre und dann haben wir es geschafft. Ja. Da ist die Zielfahne. Tio. Schau mal, da oben. Kaboom. Ist das nicht schön gemacht? Ja, wie auf einem Wolkenteppich. Mhm. Da sind Hallo zusammen. Kommt mal hier rüber. Wir haben Geschenke für euch. Geschenke? Die lügen, die haben gar keine Geschenke. Kommst aber, du? Ah, du holst ja, den Stempel Moment. Noch. Der ist nicht so notwendig, den habe ich ja damals schon eingesammelt, aber ja. Ist ja ganz nett, den noch einzusammeln. Der letzte Sprung. Und lalalalam. Und zack. Oh, schade. Keine 10.000, aber hey, immerhin. Egal. Die freuen sich trotzdem mit uns. Guck mal, wie schön ist das denn bitte? Hallo. 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 Wie fandest du das? Ich habe jetzt alles synchronisiert. Sehr gut. Dankeschön. Luigi macht noch eine Standwaage. Das ist eine Standwaage. Drehung auf einem Bein, aber das ist keine Standwaage. Standwaage stehst du normalerweise. Das war falsch von mir gesagt. Nicht so schlimm, L-Girl. Und damit haben wir das Spiel von der Story offiziell geschafft. Yay! Und jetzt kommt das offizielle Ende und die Credits, die habe ich beim letzten Mal rausgeschnitten. Und da bekam ich den Hinweis, dass ich die doch mal drin lassen könnte, um ein Fazit zum Spiel abzugeben. Okay. Und das können wir jetzt gerne mal machen. Ich würde dich einfach mal darum bitten, einfach mal spontan zu sagen, wie fandst du diese Serie? Wie fandst du die Level, die wir gemeinsam gespielt haben? War es ein Spiel, was dir Freude bereitet hat? Oder sagst du, ja, war okay? Also, was ist so deine Meinung? Nee, war auf jeden Fall okay. Ich konnte aktiver mitspielen als in Super Mario... Was war denn das, wo ich Baby-Bowser gespielt habe? Bowser's Fury, stimmt. Genau, da konnte ich jetzt viel aktiver mitspielen wie damals. Und deshalb fand ich persönlich auch sehr gut. Es waren am Anfang leichtere Level, wo ich gut mitgekommen bin. Am Ende wurde es für mich als nicht so geübte Spielerin ein bisschen schwieriger. Aber Fazit, mir hat es viel Spaß gemacht. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Also mein Fazit zum Spiel ist auch positiv. Mario-Spiele sind einfach super tolle Klassiker. Also es gibt selten Mario-Spiele, wo ich sage, ist jetzt nicht so spannend, nicht so gut gelungen. Und auch hier hat man dadurch, dass man mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig spielen kann, sei es online oder aber auch lokal. Das heißt, wenn zum Beispiel 4 Personen im Wohnzimmer sitzen und gemeinsam die Level durchstreifen, finde ich das sehr gelungen. Und ganz schön, selbst wenn der Schwierigkeitsgrad sich immer wieder erhöht, hat man dennoch die Chance, ein Level relativ einfach zu schaffen. Was genau meine ich damit? Es gibt ja irgendwann, wenn man 3-4 Mal in einem Level verloren hat, die Möglichkeit, einen weißen Tanuki zu bekommen. Das haben wir jetzt nicht verwendet, aber mit Hilfe dieser Fähigkeit kannst du, wie war das, unendlich lange fliegen oder bist unverwundbar, irgendwie sowas. Und da hat einfach jeder seinen Spaß, egal wie gut man im Spiel ist, man kommt da relativ ordentlich durch. Unabhängig von dem Bonuslevel, die sind echt knifflig, muss ich schon sagen. Aber rein von der Geschichte, so wie jetzt, ein tolles Spiel, was einsteigerfreundlich ist und wirklich eine Menge Freude und Spaß bereitet. Langes Fazit meinerseits, aber ich finde es toll. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe es ja damals auf der Wii U nicht gespielt. Umso begeisterter war ich, das jetzt auf der Nintendo Switch nachzuholen. Das freut mich. Und uns freut es natürlich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, was sagt ihr, sollen wir noch Bonuslevel spielen oder nicht, zusammen mit L-Girl? Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn da viele von euch dafür sind, dann würden wir das natürlich angehen und ein bisschen noch weiterspielen, oder? Mhm, auf jeden Fall. Cool. Dann würde ich sagen, wir werden hier mal eine Pause setzen und sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite gibt es weitere Videos von uns.
Einfach da drauf tippen und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, natürlich den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Links aufs Katzensymbol und dann noch abonnieren. Und schon seid ihr Teil der Familie. Na dann, bleibt katztastisch!